Heute nenne ich Ihnen 6 Tricks, wie Sie mit den richtigen Druckeinstellungen sparsam drucken können. Denn das ist nicht nur gut für den Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt. Besonders bei umfangreichen Dokumenten ist der Papierverbrauch nicht unerheblich. Sie reduzieren die Kosten pro Ausdruck, wenn Sie beidseitig drucken. Diese Einstellungen können Sie ganz einfach hier vornehmen. Eine weitere Möglichkeit, sparsam zu drucken, ist es, mehrere Seiten auf einem Papier zu drucken. Achten Sie dabei allerdings darauf, dass der Ausdruck dabei nicht zu klein wird. Oder nutzen Sie die Verkleinerungsfunktion in der Druckvorschau. Drucken Sie nur, was Sie benötigen. Mit der Funktion Markierung drucken, drucken Sie nur die Bereiche eines Dokumentes, die Sie vorher markiert haben. Dies funktioniert natürlich auch bei E-Mails oder anderen Dokumenten. Möchten Sie nur eine Seite eines langen Dokuments überprüfen, drucken Sie nur diese aus. Dafür geben Sie einfach die Seitennummer ein oder nutzen die Funktion Aktuelle Seite drucken. Zu guter Letzt möchten wir noch einen Irrglauben aufdecken. Häufig werden, um Druckkosten zu sparen, farbige Ausdrucke statt in Farbe in Graustufen gedruckt. Dies hat allerdings nicht immer den gewünschten Effekt, denn viele Drucker mischen die Graustufen aus den 4 Druckfarben Cyan, Magenta und Yellow und nicht nur aus der schwarzen Tinte. Daher wählen Sie die Option Schwarz-Weiß drucken aus. So wird nur die schwarze Tinte oder Toner beim Drucken verwendet. Es gibt also einige Möglichkeiten, allein durch die richtigen Druckeinstellungen sparsam zu drucken. Viel Spaß bei der Umsetzung!